Schönen guten Morgen, halbe Lack 7 am zweiten Teil vorbei mir denn. Ich denke, wir fangen direkt an. So, fortfahren. So. So, hoffen wir, dass loben dem ganzen Intro, dass man ein bisschen mehr Action in das Spiel kriegt. Myriad-Festung. Irgendwie raufkommen oder so. Ah, ich werde weh, du hinagoren. Ich stehe das noch nicht mit dem Knäppchen drauf. Das ist doch nicht, ich kann heilen. Düsterhai. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Schmerzen.
vertraue, ich habe das Kind in der Ukraine. Als stehen am Brüstchen, ne? So, gib mir gerade gucken. Agilität, Stärke, Charisma. Glück. Oh, da könnte man auch was bleiben. Gar nicht übel. So, nochmal nur noch. Ist für Verbesserungspunkte. Aura. Mutation. Biogenetik. Alter, du hast Zacko. Von hier an wird es nur noch seltsamer. Drücke zugewiesene Taste, um eine Fähigkeit zu nutzen, und drücke Halt dabei gleichzeitig Alt. Okay. So, Psi-Kräfte. Den Stoch 2 Psi. Überschlag. Beispiel Brand. Machen wir den nur du. Kommt man also echt mal feier. So, gibt bestimmt noch Sachen. Aura. Nahkampf, Fernkampf, Doppelschuss. Für die Magistrier Schusswaffe in. Ein Ort, an dem die Zeit verloren ist. Aber man spürt ein Kribbeln, wenn man hier ist. Es gibt hier etwas Besonderes, das dich anzieht. Mal sehen. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte. Echos einer lange verlorenen Vergangenheit flüstern im Wind. Hier ist jemand, der jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Sei ruhig. Er fragt, wie es dir heute geht. Mavaniko. Glibo fühlt sich immer besser, wenn er einen Fehlschlag hinter sich lässt. Er freut sich, dass seine gute Laune so ansteckend ist. Er fragt, wo du abgeblieben bist, und hofft, dass du draußen auf dem See deine Schwimmtechnik verbessert hast. Es kann beängstigend wirken, alleine schwimmen zu lernen. Aber er ist ja hier, um dir zu helfen. Er findet,
Mittlerweile solltest du wirklich schwimmen können. Und ihm wird es eine Ehre sein. Er sagt, dass es doch gar nicht so schlimm war, oder? Weiter so. Lass deinen Eifer nicht vom Klang der Wellen ertränken. Doch du brauchst Übung, viel Übung. Wer nie aufgibt, wird für gewöhnlich am Ende belohnt. Er hofft, dass auch du zu denjenigen gehörst. Du solltest mehr Zeit im Nass verbringen. Nur so lernst du zu schwimmen. Man kann sich nie genug anstrengen. Dem Blick deiner Marmut nachzuurteilen, scheinst du etwas vergessen zu haben. Du hast versprochen, vor Sonnenuntergang mit ihr zu trainieren. Vergeudete Zeit ist auf ewig verloren. Du solltest wissen, dass Übung den Meister macht. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Antoro. Ihr trefft euch auf dem Dorfplatz. Das freut sie. Wer mit Leidenschaft lernt, ein weiteres bekanntes Gesicht, das mit vielen Gedanken beschäftigt ist. Fragt, wie es dir heute geht. Er findet es leicht, freundlich zu sein, was es aber nicht wenig... Er hofft, dass du etwas Schrott für einen Dingsbums sammeln kannst, an dem er arbeitet. Er findet, du bist wach. Du solltest nach wiederverwertbarem Material suchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Er fragt sich, was du Nützliches gefunden hast. Er sagt, jede Kleinigkeit zählt. Er kann aus ziemlich allem etwas Wundersames erstellen. Er würde es dir gerne beibringen. Der von dir gefundene Schrott wäre ein guter Art. Wie viel Hund steht denn da dann? Steht das? Machen wir mal das. So. Gute Arbeit, doch er fragt sich, warum du eine Waffe hergestellt hast. Er glaubt, Besonnenheit wird dir inneren Frieden bringen. Er versteht es zwar, hofft aber, dass du davon nicht so bald Gebrauch machen musst.
die Worte. Du lebst nicht, um seinen Erwartungen gerecht zu werden. Doch er hofft, dass du deine Waffe nie einsetzen musst. Oder? Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Sie scheint langsam die Geduld zu verlieren. Du weißt, dass sie nicht gerne auf dich wartet. Sie will, dass du sofort zum Dorf... Sie will, dass du groß wirst und anfängst, für dich selbst zu denken. Das ist alles, was sie je von dir wollte. Dass du dich anstrengst und dein Bestes gibst. Mehr kannst du nicht tun. Du bist stets deinem eigenen Weg gefolgt. Doch diesmal musst du ihrem folgen. Dann fang an, indem du dich auf dem Dorfplatz mit ihr triffst. Sie weiß, dass du ein freier Geist bist, immer in Bewegung, wie der Wind. Bei dieser Entschlossenheit solltest du lieber aufpassen. Er sagt, du sollst stehen bleiben und fragt sich, was du glaubst, wo du gerade hingehst. Er sagt, es sei aber noch nicht zu spät für dich, umzukehren. Du kannst hier auf keinen Fall durch. Er will wissen, für wen du dich hältst. Sie schubsen sich zum Ansporn, aber manchmal geht dabei auch jemand zu Boden. Sie fragt, ob du verletzt bist. Was ist passiert? Sie kümmert sich um alle Schüler. Als Sifu hat sie sich dessen verpflichtet. Und wenn es nötig ist, sind sie auch für sie da und füreinander. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Kalino? Konzentrier dich jetzt auf dein Training. Mit einer starken Überzeugung brauchst du keine Ausreden. Hier ist jemand, dem du am Herzen liegst und der sein Bestes gibt. Du zauberst deinem Papu stets ein Lächeln aufs Gesicht. Er fragt sich, wie es dir geht. Er hörte, du hast Gizmo beim Aufräumen geholfen. Er ist stolz auf dich. Er fragt, ob du ihm vor dem Training ebenfalls helfen könntest. Er wünschte, dass es deiner Mamu auch so ginge. Doch das Dorf in die Zukunft zu führen und ihren Schülern Wung Fu beizubringen, scheint ihr jeden Tag wichtiger zu sein. Er meint, du solltest ihm ein paar Geräte und
Einfälle beschaffen, um ein paar alte Dinge wieder aufzuarbeiten. Der Wäschehaufen. Wachsausch in der Badan. Er ist gespannt darauf, was du gefunden hast. Wachsau in der Badan, Gale. Ahai arin kashumai. Er ist für die Erneuerung und hat sogar daran gedacht, in der Wildnis nach einem Bionukleus zu suchen, um seine DNA zu erneuern. Ahai arin kashumai. Räh. Er kann aus fast allem etwas Wundersames erstellen und fragt, ob du dich mit Wiederaufarbeitung auskennst. Baba Zulu. Manche sind es, andere nicht. Jedenfalls findet deine Mamu, dass das alles viel zu viel Platz im Haus wegnimmt. Zif Mashaku Hirsave. Er sagt, es sei an der Zeit, es zu lernen und bietet dir an, mit dem Schrott anzufangen, den du gefunden hast. Kaffee. Ja. Für ihn wäre es nichts, aber er findet, dass du damit gut aussiehst. Er weiß, dass sie bereits stolz auf dich ist und auf alles, was du bisher erreicht hast. Und Lumpfaubso. Er stimmt zu, dass du einige Dinge behalten solltest. Doch vergiss nicht, teilen ist eine Tugend. Why ad Fudlia Haya? Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Kalino? Deine Mamu sagt, das wurde auch Zeit. Du sollst verstehen, dass du alles schaffen kannst, wenn du dich anstrengst. Sie sagt, sie möchte rasch anfangen. Bis zum Sonnenuntergang bleibt nicht mehr viel Zeit. Einem cleveren Gegner könntest du noch unterlegen sein. Deine Mamu sagt, du hast dich heute gut geschlagen. Sie ist so Inadabsunka? Dank dir, dass dich zu unterrichten so schön ist. Sie hat zusammen mit Gizmo und Wiz ein Geschenk für dich vorbereitet. Schau einfach nach, dann siehst du, was es ist. Du hast sagt, er hat immer nur das Beste von dir gehalten. So wie sie. Amat Fat. Ja, okay, ist hier doch eine Geschichte für uns da mal. Gut gefangen. Deine Mamu meint, sie hat noch nie einen so grünen Apparat gesehen wie den hier. Er ist wundervoll.
Teufel Name, Nummer? Sie freut sich, dass du es zu schätzen weißt, wenn andere sich für dich Mühe geben. Das weiß ja nur Kasamanwarut. Man nennt es Roboter. Er ist mit deiner DNA verknüpft. Er folgt dir überall hin und sieht, was du siehst. Gendra Anamala. Du kannst froh sein, einen so guten Helfer zu haben. Arialoche nui mumera. Deine Mamu meint, du wirkst erschöpft. Kein Wunder. Es war ein langer Tag. Du male tu. Sie freut sich, dass du ihn genutzt hast. Schlaf gibt dir die Stärke für den nächsten Tag. Nichts könnte Lupalupi daran hindern, die Welt in Brand zu stecken. Mamu drängt dich, dir einen Weg zu bahnen. Ein verbranntes Kindling fürchtet das Feuer. Ich kann gar nicht sparen, nein. Letzte Explosion. Dann war es das. Ich kann gar nicht ausweichen. Also, das habe ich nicht gesehen. Deine Mamu sagt, es ist soweit. Sie muss gegen Lupalupin kämpfen. Dieses Mal gibt es kein Zurück. Sie kann ihn kommen hören. Tatsächlich, Baba sagt ihn. Er will sie vernichten. Der Kampf kommt zu ihr, ob sie bereit ist oder nicht. Asilnatu, Narolute. Was auch immer passiert, du sollst wissen, dass sie dich liebt. Alles, was sie getan hat, diente nur dazu, dich, deinen Papu und diejenigen zu schützen, die sie zu ihrer Anführerin bestimmt haben. Kala. Sie sagt, du sollst zurückbleiben. Das ist ihr Kampf. Du hast damit nichts zu tun. Die Geschichte hat sie endlich eingeholt. Sie freut sich, wie tapfer du bist. Doch während sie kämpft, will sie sich nicht um dich sorgen. Dies ist ihr Kampf. Hier kommt die Vergangenheit, um die Gegenwart heimzusuchen. Thank you.
hier zu entkommen, musst du durch Feuer und Wasser gehen. Deine Mamu sagt, du kannst es schaffen, wenn du daran glaubst. Sie folgt dir überall hin. Blut ist dicker als Wasser. Was soll bei Sie? Du steckst tief im Nass. Schlag bloß keine Wellen. Das Nass geht, wohin es will. Folge dem Strom, so gelangst du stets zur Küste. Wer mit reinem Herzen gelebt hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Ein Teil von ihr lebt immer in dir weiter. Die Kreatur hungert nach mehr. Jetzt wird ihr nichts mehr im Weg stehen. Ein Opfer für jemand anderen ist nicht vergebens, sondern wird für immer an den Nächsten weitergegeben. Das Leben muss weitergehen. Ein wahres Opfer wird aus Liebe und Not erbracht, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. Wer alles aufgibt, um zu retten, was einem wirklich wichtig ist, hat die größte Gewissensprüfung bestanden. Was du für dich tust, stirbt mit dir. Was du für deine Sippe tust, bleibt auf ewig in ihrer Erinnerung. Die Sippe. So wie der Moment vergeht und verblasst, bleibt nur die Einsamkeit zurück. Es bedeutet nicht, dass du die Vergangenheit vergisst, sondern nur, dass du weiterziehen musst.
Der Stamm hat einen Flauschkoloss gefangen. Pass bloß auf, das Viech ist kein Haustier. Sie konnten das Ding nicht bändigen. Der Flauschkoloss ist los. Wir konnten das Ding nicht bändigen. Der Flauschkoloss ist los. Du hast dich bereits verausgabt.
sind leer. Harte Gottet nicht. Also, das mit den blöden Dinger dort, das schacken schnitt. So, da können wir eine geheime Ausrüstung. Vertrag. Sie konnten das Ding nicht bändigen. Der Flauschkoloss ist los. Thank you.
Anupupanu dekiji ki nukipa. Obwohl sie den Flauschkoloss eigentlich im fernen Blättergewühl aussetzen wollten, hast du ihnen keine andere Wahl gelassen, als ihn zu erledigen. Es hieß, eine wahre Kämpferseele würde sie unterstützen. Die Begegnung mit dir wurde bereits herbeigesehnt. Eine Gruppe von Myriad-Kreuzfahrern ist bereits zum Murkadorpus-Außenposten aufgebrochen und wartet auf dich. Du solltest dich rasch hinbegeben, um ihnen zu helfen, den Außenposten zu erobern. Du machst sie ganz. Von jetzt an sind die Myriad ungebrochen. Schau, dieser Notfallkoffer stammt aus den alten Tagen, als man mal fest zuschlagen musste, um zu... Wow, damit ist bestimmt jeder Schlag ein Volltreffer. Solche Tunnel tragen manchmal die Stimmen der Vergangenheit weiter. Kannst du sie hören? Energie nicht. Thank you.
zusammengeschlagen. Diese Tafel, sie ist übersät mit den alten Spuren vergangener Wünsche. Du näherst dich einer der alten Ziegelstädte von Toxanol. Pass gut auf. Die Toxanol Corporation hat diesen Ort errichtet. Als er ihnen nicht mehr von Nutzen war, gab sie ihn auf. Toxanol scherte sich nie um den Abfall, solange sie nicht für die Beseitigung zahlen mussten. Du hast den Wohnurlang entdeckt, den dunkelsten und tiefsten Wald im ganzen Land. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen kaum etwas. Nimm den Duft der Natur auf. Eine linke und eine rechte. Wieder, wenn du mehr Ki-Energie hast. Ein Außenposten des Yagni-Stamms.
aus Wut. So. Ist das ein Strahl der Hoffnung? Sagt, es ist Zeit, den Außenposten zu befreien. In einer zum Untergang verdammten Welt ist Freiheit wertlos. Das ist die erste Verteidigungslinie. Bombenlüpfer. Öffnet das Abflussrohr. Okay. Dreh am Drehrad, um den Abfluss zu öffnen. Alles arbeitet zusammen. Thank you.
probiere es mit einem Schlüssel. Nur weiter so. Hey, in diesem Käfig steckt ein Helfer. Hoffnung verloren, dass du kommst, war aber nicht sicher, bis zu deinem Auftauchen durchhalten zu können, sagt, vom Stamm schlecht behandelt worden zu sein, strebt nach Rache an denen, die so viel Leid verursacht haben. Scharfschießer. Dieses Gerüst sieht instabil aus. Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Weich dem roten Strahl lieber aus. Bedeutet Gefahr. Sollte reichen. Dann geht das Licht aus. Eine Fassrutsche. Hau dagegen, damit ein Fass rauskommt. Schleudere es dann zum Tor und lass es explodieren. Sieht explosiv aus. Schieß drauf. Dann geht es hoch.
aber halt Abstand. Das ist kompliziert. Probiere es nochmal. Kaboom! Du bist drin. Fast geschafft. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Sagt, deine Eroberung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die schätzt, die Ehre gebührt auch dem Stamm. Steinalt meint, er hält sich so gut wie möglich auf dem Laufenden. Und wie es scheint, erzielst du beim Stammeskrieg gute Fortschritte. Er meint, er dachte sich schon, dass du mit dem Myriad-Stamm gut zurechtkommen würdest. Es wird sich allerdings noch zeigen, was die Zukunft eurem Bündnis bringt. Du scheinst die gleichen Werte zu vertreten wie der Myriad-Stamm. Ihr seid dem Leben gegenüber gleichermaßen positiv eingestellt. Zumindest fürs Erste. Steinalt betont, dass es nur Sinn ergibt, den Stammeskrieg zu beenden, wenn du die Weltenfresser bekämpfst. Das klingt nicht gut. Steinalts Warnungen sind gerechtfertigt. Der Jumbo-Knäuel muss gestoppt werden. Er sagt, dass die Zeit gekommen ist, dem Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel gegenüberzutreten. Gizmo arbeitet daran, seinen Mekton so zu verstärken, dass er die sauerstofflose Todeszone übersteht, um bis zum Weltenfresser vordringen zu können. Steinalt sagt, du solltest dich dorthin begeben, um zu sehen, wie du helfen kannst. Stehen. So, Talente allgemein. Da wollen wir keinen mehr. Kommando. Zorn. So,
Dann haben wir eine nach Ausrüstung. Inventar. Werkzeug. Okay. Strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriad-Spektrum teilt. So. Also. Dann wartet das für heute. Die nächste Folge gehen wir bei der Gizmo. Gehen wir die Maschinen da helfen, die Maschinen machen. Auf einmal Zeit und dann können wir noch den komischen Bekämpfen. Strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriad-Spektrum teilt. Fang lieber an, bevor der Tag am vorbei ist. Wir sehen uns die nächste Kehr bei Lexiven am Biomutant. Merci, ciao, ciao.